Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen Sie zur letzten Pressekonferenz der 12. German Classics mit dem Sieger. Ach ja, stimmt, wir haben ja auch noch die Pressekonferenz nach dem FIE World Cup Driving, bitte ich das zu entschuldigen. Also, wir begrüßen ein Podium, das unerwartet ein klein wenig vergrößert ist, weil sich auf dem Siegerpodest die Zahl verdoppelt hat. Begrüße Ludger Beerbaum und Cecilia, die ihren Vater offenkundig unterstützen will, finde ich sehr nett. Außerdem den zweitplatzierten Cassio Rivetti aus der Ukraine, welcome Cassio. Clarissa Crotta, die Erfolgsreiterin der Schweizer Nationenpreis-Equipen, die hier Platz 3 belegt hat. Wir haben einen prominenten Besuch aus einer Disziplin, die auch sehr, sehr schnell ist, nämlich aus dem Eisschnelllauf. Ich freue mich, dass Gunda Niemann-Stirnemann, die auch als DKB-Teamathletin hier vor Ort war und den Tag hoffentlich genossen hat. Außerdem natürlich den Vertreter des Sponsors dieses spannenden großen Preises, Herrn Georg Stiens vom Unternehmen Solartechnik Stiens, und den Veranstalter Paul Schockemöhle. Herr Beerbaum, das hörte sich eben so ein bisschen so an, als ob das Dach der Messehalle 2 wegfliegt. Das hat große Begeisterung ausgelöst. Und ich denke mal, Sie sind rundum zufrieden, trotz blauer Stangen, oder? Ja, absolut. Ja. Klar, ich glaube, ich kann sehr zufrieden sein. Ich habe so ein kleines bisschen gestern, glaube ich, auch den Grundstück dafür gelegt, dass Schaman, der gestern schon gut sprang, ich dann im Stechen nicht ganz so angegriffen habe, wie jetzt zum Beispiel Markus oder Christian. Weil das, was da gestern im Stechen abgelaufen ist, das war wirklich auch echt Weltklasse. Und das war schon, also auch eigentlich nicht wirklich schneller zu machen, auf jeden Fall nur mit richtig dem letzten Risiko, und dann muss man einfach richtig angreifen, und wenn man weiß, man hat dann noch einen Tag hinterher den großen Preis, hat mich halt ein bisschen zurückgenommen. Der eine oder andere wird vielleicht gedacht haben, was macht er da, wird er alt. Aber wenn ich dann sehe, dass heute wirklich mein Pferd frisch gesprungen ist, beide Runden, dann ist die Rechnung klar aufgegangen, und wenn ich es dann auch noch so hinbringe, umso besser, und wirklich, ich bin absolut happy. Die Reitsportwelt, die in der Spitze mitmischen kann, die ist ja ein bisschen bunter und ein bisschen größer geworden. Wir haben das heute auch gesehen, dass also die Schweiz, Portugal, Deutschland da vorne mit dabei sind, ist nicht so ungewöhnlich. Cassio Rivetti, der für die Ukraine startet, kommt eigentlich aus Brasilien, richtig? Brasil kommt eigentlich aus Brasilien. Wir haben Belgien da vorne mit dabei, Schweden. Außerdem auch Ferenc Szentirmay, der ursprünglich, glaube ich, aus Ungarn kommt, aber auch für die Ukraine startet. Das macht ja so ein Feld auch nicht unbedingt berechenbarer, aber trotzdem kennt man seine Kollegen, glaube ich, sehr genau. Hätten Sie erwartet, dass es genau so ausgeht, wie es jetzt ausgegangen ist? Auch so bunt, ja? Wenn ich ehrlich bin, nee. Aber ich hatte auch keine Erwartungen so richtig an, wie es ausgeht. Diese Gedanken, ganz offen gesprochen, hatte ich nicht. Ich habe gedacht, heute Mittag noch geflaxt mit Christian und Markus, mit denen ich ja nicht nur hier dieses Wochenende unterwegs bin, sondern ganz oft. Gestern war das so ein bisschen für mich wie da gibt es ja diesen Witz mit den drei Bullen, die oben auf dem Berg runter ins Tal gucken, die Herde schöner, schwarz-bunter Kühe. Und der junge Bulle schon es nicht erwarten kann, runter ins Tal zu rennen. Und der zweite dann sagt, Mensch, warte, wir suchen uns die Hübschesten aus. Und der alte sagt, nee, halt, stopp, duckt euch, vielleicht haben sie uns noch nicht gesehen. Der alte, das war ich. Die Jungen, das waren die anderen beiden. Andere Gedanken habe ich mir ehrlich gesagt nicht gemacht. Ich habe dann heute Mittag noch gesagt, wäre schön, wenn Montag nicht nur in der Zeitung Ening und Ahlmann stehen. Weil nach gestern schien das ja so den Anschein zu haben. Ja, andere Gedanken, wie gesagt, hatte ich nicht. Nee, man muss es außerdem am Sonntag ja auch erstmal ordentlich zu Ende bringen. Da war jetzt die Strategie offenkundig aufgegangen. Cassio Rivetti, I don't know exactly, we should do it in English. Ich hoffe, das ist für Sie alle in Ordnung und verständlich. I don't know exactly, but is this your first time here in Hanover or second or third? My third time here. Yeah, and what did you think about the show? Did you enjoy it? Really nice show, amazing, the ground, the pure. Yeah. Super show, like a five star. Did you feel familiar with the crowd? Yeah, I like it. I do a lot of shows here in Germany. For me, here, yeah, is one of the best ones. Yeah. Tell us something, please, about the horse, Lord Yves de Chalus. I have now for him for 1 year and a half. He's super horse fighter. He wants to do good. And today I was lucky, I had one down, but I was fast and it was second round.
Then I had to fight a little bit, but was good, good show. Okay, Ludger is always Ludger when he go in the end. Okay, Ludger is always Ludger, yeah. And Cassie always Cassie. Und Clarissa ist immer Clarissa. Und ich glaube, die freut sich heute vielleicht besonders. Können wir ein Mikrofon rübergeben? Vielen Dank, da liegt außerdem noch eins. Freut sich heute, glaube ich, besonders, weil ihr Top-Pferd, das sie heute hier auch geritten hat, Westside van het Meer Poothöwe, den Besitz gewechselt hat. Und das bringt eine große Erleichterung, denn das Pferd gehört jetzt der Familie Krotter. Und das war eine gute Investition, oder? Schon nach Hause telefoniert? Ja, sicher. Ja, das ist einfach schön. Und ich habe mich richtig gefreut, dass meine Familie das Pferd abgekauft hat. So, ich kann in Ruhe einfach weiterreiten und ohne Druck. Meine Besitzerin, die wollten damals ihn verkaufen, weil okay, die mag ja nicht so viele ältere Pferde. Und der wird jetzt 14 nächstes Jahr, aber der ist top in Schuss. Das ist hier in Hannover der erste Turnier in die Halle für Westy, war gleich dritten großen Preis. Mhm. Letzte Turnier war Rio, war auch dritte. Dritter im großen Preis, genau. Ich hoffe, ich habe keine Abo zum dritten Platz gemacht. Aber wenn er gut dotiert ist, geht das ja auch. Ja, genau, ja. So ist das. Welche Bedeutung hat genau dieses Pferd in Ihrem Stall? Das macht man ja auch nicht immer, dass man sagt, wir versuchen, die ganze Familie dahinter zu bringen, um so ein Pferd zu halten für die Reiterin. Okay, für mich, ich habe mich selbstständig gemacht anfangs Jahr und ich glaube, das ist gut, dass ich Westside weiter reiten kann, weil okay, es gibt unheimlich viele gute Reiter und dann, wenn jemand sich entscheiden soll, zu mir ein Pferd in Beritt geben oder vielleicht zu jemand anderem, das ist vielleicht dank am West, ich am bessere Turniere fahren kann. Mhm. So, deswegen wollte ich auch das Pferd unbedingt behalten. Frau Niemann-Stirnemann, ich gucke mir gerade die Siegerzeit an im zweiten Umlauf, 34,47. Welche Strecke schafft man dann im Eisschnelllauf in 34,47, so aus Ihrer Erfahrung? Nehmen Sie das Mikrofon? Ja. Ja, noch einmal hochschieben. Ja, jetzt geht es. Dann die 500 Meter Strecke. Außenstand. Mhm. Okay, das, ja. Gut, Sie, wir nicht. Ich wollte es nur mal zum Vergleich auf jeden Fall wissen. Die Frage muss natürlich lauten an eine Athletin, an eine mehrmalige Olympiasiegerin. Macht das Spaß, einfach mal so eine komplett andere Sportart zu erleben? Ja, sehr. Also ich habe mich riesig gefreut über die Einladung, dass ich hierher kommen konnte und das natürlich ein ganz besonderes Event war von der DKB auch mit. Und ja, ich fand es unheimlich spannend. Was mich immer wieder fasziniert, ist wirklich, dass nicht nur der Reiter gut sein muss, sondern dieses Pferd ganz wichtig ist und dass es die Harmonie eigentlich zueinander ist. Und man spürt das einfach. Ich fand, ich weiß leider den Namen nicht, weil ich nur das erste Mal dabei bin, ein Wahnsinns-Speed und dieses Pferd hat alles gegeben und das sah einfach richtig klasse aus. Und dann kommt der Luca Baerbaum, der einfach ganz souverän und wirklich einer Eleganz und trotzdem sehr, sehr kraftvoll irgendwo die Geschwindigkeit aufnimmt, die manchmal gar nicht zu sehen ist. Ich habe gedacht, so im zweiten Teil, da hat er Geschwindigkeit dann wieder gut gemacht und die Endzeit dann hat gezeigt, erster Platz. Also das ist schon faszinierend und unheimlich spannend. Ja, Ludger hat genickt, er findet das auch. Natürlich ist klasse, dass eine Frau dabei ist. Also man sieht, dass es sehr gemischt ist, dass die Frauen auch sehr, sehr gut sind im Reitsport und das ist immer, finde ich, sehr interessant. Paul Stockemühle, das war eine spannende sechste Etappe der DKB Reiterstour im Solartechnik Stiens Grand Prix. Ist das eine Mixtur da vorne, ein Ergebnis, das Sie erwartet hätten? Also ich bin heute Mittag gefragt worden, nachdem Ludger mir seinen Schnack erzählt hatte heute Mittag, habe ich dann auch tatsächlich gesagt, zum Beispiel zu Günter Beetz, wer gewinnt? Ich glaube Ludger, der hat gestern seine Sache am besten vorbereitet. Und das Pferd sprang auch gestern außergewöhnlich gut. Er hätte auch gestern gewinnen können, meiner Meinung nach. Aber er hatte eben vor, heute zu gewinnen. Und das ist schon toll, mit welcher Konsequenz er das dann auch durchgezogen hat. Wir haben Besucherzahlen, insgesamt knapp 43.000, allein heute so um die 14.000. Gibt es da eigentlich vom Veranstalter an sein Team so eine Zielvorgabe, dass man sagt, so das und das wollen wir erreichen? Oder macht man da jetzt einen Haken und sagt, das war eine gute Stimmung und das ist genau das, was wir wollten?
Also im Grunde war es das, was wir wollten. Wir wollten ab Freitagabend möglichst ein volles Haus. Und das hatten wir eigentlich. Das stimmt. Herr Stiens, Sie haben ja mittlerweile Routine, so ein gewisses Maß an Erfahrung mit einem großen Preis, wenn man dann außerdem der Titelsponsor dieser Prüfung ist. Dazu gibt es aber ja außerdem auch noch eine Serie, den Solartechnik Stiens Nordcup. Ich glaube, theoretisch kann Clarissa da sogar als Schweizerin auch mitmachen, weil das ja für die Mitglieder Norddeutscher Reitervereine ist. Und sie ist ein ordentliches Mitglied des Reitervereins Breitenburg und nimmt, glaube ich, soweit ich das richtig weiß, sogar an den Vereinsversammlungen teil, pflichtgemäß, wie man das dann so macht. Wenn Sie sich die Prüfung anschauen, wenn Sie sich anschauen, wie die Resonanz sicherlich auch von Kunden und Gästen ist, dann geht die Sonne auf, oder? Ja, auch wenn das von der Politik momentan nicht so gesehen wird, aber die Sonne geht auf mit Photovoltaik und es wird auch in den nächsten Jahrzehnten noch viel Photovoltaik geben, weltweit. Und die Energiewende von unten, wie sie so schön bezeichnet wird, die leben wir gerade in Deutschland. Und wir brauchen auch bald keine Förderung mehr. Wir werden einfach Photovoltaik installieren und den Strom selbst verbrauchen. Machen Sie das eigentlich auch so, wenn Sie Ihre Gäste beispielsweise da haben, dass Sie sagen, so, ich habe mir das ja auch jetzt bei den DKB Riders Tour Etappen angeguckt, das läuft ja parallel mit dem Solartechnik Stiens Nordcup, dass Sie sagen, ich glaube, der könnte gewinnen oder der, kriegt man da so ein Gefühl für? Fragen einen Gäste auch und sagen, was sagt der Chef, wer gewinnt? Doch, sicherlich sprechen wir an den Tischen darüber und das Tolle am Reitsport, finde ich, im Springreitsport ist, dass es immer für alle offen ist. Das sieht man ja auch an der Rankingliste, dass bei der Reiterstour noch alles offen ist, wer gewinnen kann. Und sicherlich hat man seine Favoriten. Und man muss auch ein großes Lob an den Herrn Baerbaum aussprechen. Diese Routine, die ich in Münster gesehen habe, wie er gewonnen hat und wie er heute gewonnen hat, das begeistert mich dann schon, wie man so erfahren da durchzieht und das dann für sich gewinnt. Das ist großen Respekt, habe ich davor. Genau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es von Ihrer Seite aus Fragen an die Reiter, die Reiterin, an Frau Niemann-Stirnemann?